Hallo meine Followers, ich bin Niklas und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Junge, ich bin gerade so gereizt, um diese erstmal hier zu wischen. Ihr habt schon länger nichts von mir gehört, weil ich die ganze Zeit unterwegs war und gearbeitet habe und im Praktikum war, von ich bestimmt noch am Ende des Jahres von meinem Jahresrückblick erzählen werde. Die erste Hälfte von 2020 war echt nicht leicht, für keinen von uns. Und ich habe auch ganz schön viel erlebt. Genauso wie wir alle wahrscheinlich. Aber jetzt habe ich erstmal Urlaub. Und darüber freue ich mich schon sehr. Und ich habe mir überlegt, dass ich euch bei meiner kleinen Surflaufreise mitnehme. In dem Sinne, viel Spaß. Ich hätte diese eine Flasche, diese eine kompakte, wo ein Liter reinpasst, die habe ich extra in Salzbrunsch gekauft, weil ich da vor ein paar Tagen war mit der Anna, Nachbarin von mir. Das ist also Salzbrunsch. Wow. Und ich habe es jetzt einfach vergessen. Ich freue mich. Deswegen hole ich mir jetzt was zu trinken. Jawohl. Ja, Mann. Ich habe gerade Freunde gefunden. So war, da freut man sich doch. Ich habe ja meine Wasserflasche vergessen, aber Niklas. Und da war noch ein Typ und der wollte auch was zu trinken. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Ich bin dann auf jeden Fall mit dort ins Abteil, weil da einfach viel mehr Platz war. Und in Rosenheim ist dann noch ein Ehepaar dazu gestiegen. Und wir hatten ein Video, das ist richtig nice. Ich weiß gar nicht, ob euch das juckt. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall in Venedig! Oh, das ist so cool! Schaut mal, es ist so schön. Wow. Wow, 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 einfach nur krass. Ah, und falls ihr euch fragt, wie das gestern aussah, als ich da aus meinem Haus gesprintet bin, das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen. Mitten in der Nacht, um 10 Uhr abends. Wartet. Ungefähr so. Aber ich hab's geschafft. Also, alles super. Tippitoppi. Oh mein Gott, hier ist es so schön. So, und jetzt kaufe ich mir nämlich so ein 3-Tages-Ticket. Ich glaube, das ist schlau. Für die Vaparetti. Oder Vaparetto? Ja, Vaparetti. Klingt besser. Weil das Coole ist nämlich, sonst kostet dieses 3-Tage-Ticket irgendwie 40 Euronen. Und wenn du zwischen 6 und 29 bist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kriegst du einfach mal das Ganze für 28 Euro. Da freue ich mich. Aha. Okay, meine Followers, so, ich war jetzt gerade da hinten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und ich habe mir so eine Karte gekauft, weil ich einfach so dieses ganze Touri-Programm so richtig experiencen will. Weil wer braucht schon Google Maps?
eigentlich, wird sich eh nicht durchsetzen, das Internet, oder? Also von daher, ich liebe das, wie confident ich gerade in diese Richtung laufe. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Schau das vielleicht mal nach. Ich habe jetzt eine Mappe, eine Karte. Ach, ihr wisst, was ich meine. Er braucht schon Google Maps. Mir ist so warm. Ich schwitze so hart. Besser. So. Jetzt ist so ungefähr 2:30 und ich bin so um 9 hier angekommen und ich glaube, ich gehe jetzt einfach erstmal kurz duschen und dann mache ich vielleicht ein Powernap. Dann. Das mache ich jetzt. Glaube ich. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Aber ich freue mich. Da ist jemand sassy. Meine Followers. Ich habe hier so einen Plan bekommen von meinem Hotel, bzw. Apartment, Gebäude und
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich wollte eigentlich, ich zeige euch das mal ganz kurz. Also schaut mal. Also das ist Venedig. Hier bin ich heute angekommen und da bin ich dann so lang und so und da ist mein Apartment. Und jetzt wollte ich eigentlich hier essen gehen, aber da gab es nichts. Die waren nämlich zu und dann wollte ich jetzt dahin und ja, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Jetzt wollte ich eigentlich dahin, aber I don't know. Malik. Bravo, Niklas. Aber YOLO, weiter geht's. Hier schaut auch alles ein bisschen gleich aus, muss man sagen. Aber geil, weil es mir heiß. Junge, bin ich gerade erschrocken. Oh mein Gott, ich glaube, hier waren wir schon. How much is it? Something. Just something. Wait. Aww. Okay? Fine. I just want one. Okay. Thank you. Ich glaube, ich wurde gerade richtig hart übers Ohr gehauen, aber ich habe mir eine Rose gekauft, weil man sich viel zu selten sagt, wie toll man eigentlich ist. Und das ist gerade gar nicht eingebildet von mir, das ist gerade einfach nur irgendwie so ein bisschen Self-Awareness und Self-Appreciation. Wisst ihr, was ich meine? Dass man sich einfach mal bewusst wird, was man alles so macht in seinem Alltag und schafft und dass man eigentlich wirklich auch stolz auf sich sein kann und sollte. Und das vergisst man oft, wenn der Alltag einfach überhand nimmt und das eigene Wohlergehen so doof das jetzt klingt, einfach, ja, auf der Strecke bleibt, wisst ihr? Und deswegen habe ich mir jetzt eine Rose gegönnt. Geil. Andere würden jetzt sagen, oh, das ist ja richtig Forever Alone, aber ich finde es eigentlich nice. Apropos Forever Alone. Also, mein Powernap war richtig geil. Das ist so eine 50-50 Chance immer bei Powernaps. Und ich glaube, es war mehr Nap als Power, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe einen lang gepennt. Aber mir war so warm. Hier sind so um die 28, 30 Grad sowas. Und ich war heute mit einer langen Hose unterwegs. In der Klimaanlage im Zug und ach, ja, crazy. Auf jeden Fall kam ich dann im Hotel an, habe mich fertig gemacht und bin jetzt nochmal losgezogen und habe jetzt auch was Cooles gefunden. Hier war ich vorhin schon mal. Ich fand es vorhin auch schon einen schön und deswegen dachte ich mir so, warum eigentlich nicht? Oh mein Gott, ich glaube, der Typ, der mir die Rosen verkauft hat, hat gerade hierhin gepinkelt. Der macht gerade seinen Gürtel zu. What the fuck? Oh mein Gott, hoffentlich hat er die Hände gewaschen, bevor er mir die Rose gegeben hat. Naja, so viel dazu. Und jetzt habe ich mich gerade hier hingesetzt. Ich habe jetzt den Süden Venedigs ganz viel erkundet und bin ganz viel hier rumgelatscht. Auch planlos, was ich irgendwie auch ganz schön finde manchmal. Und jetzt sitze ich hier und habe ein 3-Gänge-Menü für 15 Euronen. Richtig geil. Aber wisst ihr, was ich voll krass finde? Ich bin hier der Einzige, der hier sitzt, hier draußen. Und ich gehe nicht davon aus, dass sehr viele Menschen da drin sitzen. Und deswegen machen die wahrscheinlich auch solche Specials, weil die sich so denken, okay, ja, hey, wir müssen so viele Leute wie möglich hier animieren zu essen, so gefühlt. Und das ist schon krass, das auch nochmal so sehen und mitzuerleben, die Einflüsse von Corona. Ich meine, ihr seht es ja selbst, hier ist endwenig los. Ich glaube, für Leute, die schon mal in Venedig waren, ist es wahrscheinlich so richtig crazy, dieser Vlog hier. Ich war noch nie hier, also habe ich keinen Vergleichswert. Aber ich habe gehört, es ist anscheinend wenig. Und es ist ganz crazy, irgendwie dieses Jahr. Aber irgendwie auch schön, so doof das klingt. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier 3 Nächte bleiben. Und ich freue mich drauf, wenn ihr dabei seid, meine Followers. Und ich euch ein bisschen zeigen kann, was ich hier so sehe und erlebe und wo ich mich so hinverlaufen werde die nächsten Tage. Also mal schauen, was als nächstes kommt. Bin gespannt. Ja, und oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, welches Bier das ist oder was das ist. Aber ich finde es so geil. Also es ist mal nicht bitter und es ist einfach mal richtig lecker. Also Goll. Ich weiß nicht, ob das auch schon das ist, aber es ist ganz geil. In dem Sinne, Prost. Das will mich so wegballern jetzt. Also, ich erzähle euch das jetzt mal. Es ist so heiß hier. Ich bin Lauch, obviously. Und trinke nicht so oft. Sprich, ich glaube, ich finde heute den Weg nicht heim. Ich wollte eigentlich was anderes bestellen. Und dann war der Typ so, ja, aber ein Bier schmeckt besser. Und dann war ich so dieses, kennt ihr das, wenn man dann einfach nicht Nein sagen kann? Und dann und so, wenn sie das sagen. Und dann, ja, wo ist ein Bier? Ich spüre es jetzt schon. Und Leute, ich habe so viel getrunken. In dem Sinne, wir jetzt erstmal.
Das ist irgendwie so crazy. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an diese Brücken hier. Zufällig oder auch nicht, I don't know. Aber ich war hier heute einfach schon dreimal oder viermal oder so und es ist irgendwie immer nice. Da hinten war ich heute Morgen was trinken und war da hinten schon und da hinten schon. Und jetzt gehe ich mal da lang. Ich habe gerade richtig Bock, einfach das Ganze zu erkunden. Wisst ihr, was ich meine? Warte ich mal kurz, habe ich was zwischen den Zähnen? Diesmal? Nein? Okay, gut. Schön. Bravo, Niklas. Aber da sieht man einfach, dass es geschmeckt hat, gell? Und ich meine, wir haben 2020, Krise, you know? Muss man sich auch hier Rücklagen schaffen und so. Das Geile ist halt, hier in Venedig ist alles so mega kompakt irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Also zum Beispiel diese Brücke da hinten. Da bin ich heute lang gelatscht und habe meine Tasche so hinter mir hergezogen, falls ihr euch erinnert. Es gibt so 10.000 Gassen und Brücken und blablabla. Also heute hat mir Google Maps den Weg gezeigt. Ja, ja, ich habe es echt mit der Karte versucht, aber irgendwann ging es einfach nicht mehr. Aber mittlerweile checke ich auch schon mehr, wie Venedig ausschaut. Deswegen checke ich jetzt die Karte auch mehr, muss ich sagen. Ich kann jetzt auch besser Karten lesen als heute Morgen. Auf jeden Fall mit Google Maps habe ich dann so endlich langen Weg irgendwie gehabt, gefühlt. Und 10.000 Brücken über Stock und Stein. Und blablabla und ich dachte mir echt, okay, ciao, mir ist viel zu warm in dieser Dreckshose. Aber ich muss wirklich sagen, keine Ahnung, irgendwann hat es mir dann 8 Minuten angezeigt und ich dachte, ich komme nie an, weil dieser Weg so lang war. Aber es ist halt alles so nah beieinander, dass es dann halt wieder nice ist. Ich glaube, hier war ich auch schon. Und hier ist es richtig schön. Schaut mal. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich find's toll. Schwitze ja eure Sau. Wirklich. Ganz schlimm. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal duschen. Bin richtig am Arsch. Es ist gerade. Jetzt pass auf. Dann sieht's aus. Es ist abends, okay? Es ist ein Kamera-Akku und ein Handy-Akku später. Um die 10 erst wahrscheinlich. Aber ich bin so fertig mit den Nerven. Und deswegen gehe ich als größter Nachtmensch vielleicht jetzt schon schlafen. Oder ich schaue noch einen Film und gehe dann schlafen. Was ich wahrscheinlich machen werde. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr gehabt, draußen zu sein, weil es erstens so warm war und zweitens ich ja den ganzen Tag von Menschen umgeben war. Und deswegen ist jetzt auch mal wieder gut. Das ist das Geile am Alleinereisen, dass du wirklich selbst entscheiden kannst, wann du was machst, wo du wann hingehst und keine Ahnung was. Ich habe mich jetzt noch übel lang verlaufen und war öfter an denselben Orten und alles Mögliche. Aber es ist irgendwie auch ganz geil. Eine Freundin von mir meinte mal, dass man sich immer verläuft, aber man hat nie Angst in dieser Stadt, dass man den Weg nicht findet oder dass man nicht rausfindet. Und genau so ist es. Und das ist richtig cool. Tag Nummer 1, First Impression, Venedig. Geil, ich lieb's. Und gerade beim Verlaufen habe ich gerade noch Platz gefunden, wo ich eigentlich heute essen wollte. Aber den habe ich anscheinend da nicht gefunden, aber jetzt am Abend schon. Und da waren so end viele Leute und Cafés und alles Mögliche. Es war alles draußen, deswegen war das wahrscheinlich Corona-konform.
Das muss ich euch kurz erzählen, wenn ihr Bock habt. Da war eine Gruppe von Menschen, die ich irgendwie voll cool fand, so. Und dann bin ich erst an denen vorbeigelaufen und dann dachte ich mir so, okay, ja, schade, aber egal. Und bin dann weitergelaufen und war schon bei der nächsten Brücke und dann war ich so, pff, nein. Ganz ehrlich, ich bin im Urlaub. Und auch wenn nicht so, man sollte niemals sagen so, ach egal, bla bla, weil das ist nicht egal. Wenn du es machen willst, dann mach's. Und deswegen habe ich es gemacht, bin nochmal hin wie so ein Otto und habe gesagt, hey, ihr seht cool aus, kommt ihr von hier? Und die haben halt nur Italienisch geredet und halt ein bisschen Englisch. Und dann meinten die so, ja schon, wir sind auf dem Festland, aber wir kommen immer mal her. Und die studieren gerade Kunst, also hier Künstler, Gesetz der Anziehung, gleiches zieht gleiches an. Ich habe die irgendwie angezogen oder sie mich, I don't know. Auf jeden Fall haben die mir jetzt eine Liste geschrieben von Sachen, die man unbedingt machen soll. Das fand ich ziemlich cool, einfach mal so eine Liste von Natives zu haben. So, die werde ich euch jetzt gleich mal einblenden und dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, wenn ihr hier seid oder auch nicht. Und mal schauen, ob ich das alles schaffe oder mache oder wie oder was. In dem Sinne, passt auf euch auf. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen von diesem Vlog. Morgen gibt's Tag Nummer 2. Ich freue mich drauf. Also dann meinte ich so, ja klar, safe. Ja, warum nicht, ne? Kann man schon machen. Und ich war so dieses, okay. Natürlich ist wieder irgendwas Crazyes passiert. Genau. It's not possible. Is it 50 euros? Please. Please, I'm a student and I don't... Oh mein Gott. Leute, mein Leben. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und einen Kommentar. Und folgt mir auf Instagram, dann verpasst ihr gar nichts von meinen Bravo-Niklas-Momenten. Schlaft schön und wir hören uns. Wenn nicht, auch gut. In dem Sinne... Oh mein Gott, mein Leben. Oh,